Hallo Leute und willkommen beim Sparmag. Nach unserem Flip 5 Erfahrungsbericht wird es jetzt natürlich auch Zeit für den Test des größeren Bruders, des Galaxy Z Fold 5. Ich nehme es schon mal vorweg. Ja? Wir haben uns zwar auch hier noch nicht abgesprochen, aber ich weiß es, da kenne ich das Fold hier jetzt gut genug für. Das wird hier jetzt wahrscheinlich etwas negativer werden. Als beim Flip? Wobei ich da gleich schon mal vorwegnehmen will, das ist hier kein schlechtes Smartphone. Es ist ein geiles Smartphone. Mhm. Es gibt nur so ein paar Punkte, wo man sich die ganze Zeit denkt, Samsung, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ja. Oder zumindest günstiger. Eins von beiden. Das ist so der Punkt. Werden wir euch jetzt im Laufe des Videos hier erklären. Die technischen Daten nochmal ganz, ganz schnell, aber ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. 7,6 Zoll flexibles Display im aufgeklappten Zustand, 120 Hertz, 6,2 Zoll im aufgeklappten Zustand. Natürlich wieder mit diesem krassen Seitenverhältnis von 25 zu 9. Auch hier LTPO, ja. 120 Hertz. Mhm. Besseres Kamerasetup als beim Flip. 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Weitwinkel, 10 Megapixel dreifacher Telezoom. 4485 mAh starker Akku. Auch 25 Watt Fast Charging, Wireless Charging. Auch hier jetzt dieses mehr oder weniger lückenlose Design. Mhm. Rahmen wieder aus Aluminium, Vorder- und Rückseite aus Glas, Gorilla Glass Victus 2, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Samsung. Ja, genau. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Bis zu 12 GB RAM, glaube ich, oder? Ich glaube, alles mit 12 GB. Ja, genau. Und bis zu 1 TB Speicher. Also das ist hier ja ganz besonders. UFS 4.0, Stereo-Lautsprecher, IPX8, USB-C 3.2 mit DeX-Support. Was will man mehr? Mhm, genau. Wir machen es wie immer. Pro-Punkte, neutrale Punkte, Kontrapunkte. Yep. Was gefällt dir? Displays. Ich bleib dabei. Das ist ein Träumchen. Hast du dich heute drauf eingeschossen, oder? Du, es ist halt einfach so. Gerade beim inneres Display, äußeres Display, man merkt aber bei beiden diese 120 Hertz. Es ist toll. Vor allem innen, das für ein Foldable ist ja nochmal was anderes. Samsung kann die Displays, die richtigen oder die stabilen, aber jetzt können sie auch die faltbaren. Und es fühlt sich wirklich beim Fold, merke ich es deutlicher als beim Flip. Ja. Immer noch, auch nach Stimme Wochen und dem inneren Vergleich. Natürlich passt auch hier mit den Fingernägeln drauf und mit anderen scharfen Gegenständen. Auch ihr kriegt ihn noch Dellen rein. Aber es ist, will ich fast sagen, wenn du hier normal drauf drückst, kannst du es fast für ein normales Glas-Display halten. Ja, fast. Na, das ist klar, wir als Profis, wir gucken da einmal oder lecken drüber und wir merken, dass es nicht hundertprozentig Glas ist. Aber das haben sie schön gemacht. Aber Blickwinkel drauf gucken und ganz ehrlich, ja, man sieht die Falte, wenn man es drauf anlegen will. Ja, man sieht auch die Frontkamera, wenn man die Stelle kennt. Aber im alltäglichen Einsatz fällt es mir nicht auf. Es sei denn, ich komme doch mal mit dem Finger über die Falte, dann merkt man, da geht es kurz runter. Aber vom Blicken, wenn ich zentral drauf gucke, bin ich hin und weg, egal was ich hiermit mache. Dem stimme ich zu. Super Displays, vor allem auch dieses In-Display, was nochmal ein bisschen heller ist, gefällt mir sehr gut. Haptik, Design, Verarbeitung, super hochwertiges Smartphone. Ich finde immer noch so dieses ganze Ding, weißt du, so die Hinge, diese ganzen Anstellwinkel, wie diese Folie aufgetragen ist, der Rahmen, das bekommt Samsung immer noch. Ich habe jetzt das Magic V2 leider noch nicht in der Hand gehabt, aber das bekommt Samsung schon sehr, sehr gut hin. Wird jetzt abgerundet, endlich durch dieses lückenlose Design. Endlich ist es gekommen. Es ist zumindest etwas dünner. Es ist minimal leichter, aber vor allem ist es etwas dünner, was man schon merkt. Ja. Das gefällt mir. Ja, bin ich komplett bei dir. Weil du jetzt gerade das Magic V2 von Honor ansprichst, ne, was ich jetzt auf der IFA gesehen habe, was sie da vorgestellt haben. Das ist schon auch extrem sexy. Wenn man dann auf dem Schirm hat, sie bauen es dünner, sie bauen es leichter und dann noch mit einem dickeren Akku, denkt man sich hardwaremäßig, boah. Aber, das sage ich auch zumindest auch im ersten Eindruck mit dem Xiaomi Fold, ne, was ja nicht bei uns zu haben sein wird, aber auch wenn ich mit der Software vom Honor rumspiele, komme ich zu meinem nächsten positiven Punkt. Keiner, auch Google beim Pixel Fold, hat die Software für ein großes Foldable so drauf wie Samsung. Was ich hier an Möglichkeiten habe, im Multi-Window-Nutzen, in der Bedienung, im Flex-Modus. Und dann ist das auch alles butterweich. Ich habe keine Ruckler. Das Nutzungsverhältnis, also bei diesem ganzen Fold-Zeugs, ne, ich habe dieses kleine Tablet immer dabei. Und das hier kann ich von allen softwaremäßig am besten nutzen und macht mir in der Benutzung am meisten Freude. Ganz dickes Plus. Dem kann ich nichts hinzufügen. Also ich sage dann noch so Punkte wie
Der S-Pen-Support, den wir ja auch noch haben. Also man merkt ja einfach, das ist ein durch und durch durchdachtes Produkt. Das, was Google mit dem Pixel Fold immer so angekündigt hat. Ja? Du merkst einfach, dass Samsung hier schon die vierte, schrecklich fünfte Generation baut. Haben. Und die anderen, ne, ein paar Generationen oder vielleicht gerade erst die erste bauen. Ne? Das ist einfach, da hat Samsung die Nase noch richtig gut vorn. Ich habe dann ansonsten wieder die klassischen Punkte. Update-Support haben wir natürlich auch hier. Für vier große Android-Versions-Updates, 5 Jahre Sicherheits-Updates. Und ansonsten hat dieses Smartphone eigentlich alles, was man sich so an Premium-Features wünschen könnte. Tolle Lautsprecher, wirklich gut für so ein Foldable. Wir haben die IPX8-Zertifizierung, wir haben USB-C 3.2, wir haben Wireless-Charging mit an Bord. Also ja, was will man mehr? Es ist wirklich an sich so ein Ding, wo man überall so ein Häkchen setzen kann. Theoretisch, das waren meine Pro-Punkte. Ich habe noch, ne, wenn das eben bei der Benutzung noch nicht rüberkommt, die Performance. Ja, das dachte ich jetzt, das hast du schon gesagt. Nochmal, Performance super. Snapdragon 8 Gen 2 unter Haube, 12 GB RAM. Die Kiste rennt, es ist einfach ein Träumchen, wie ich es hier nutze. Das noch dazu, also dieses Benutzungserlebnis. Mega, 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 mega. Das war es auch. Ja. Ne, die anderen positiven, die du hast, habe ich genauso in meiner Liste drin. Ich würde jetzt zu neutral rüber wechseln. Okay. Bin ich dran, bist du dran? Wie du willst. Dann fange ich mal an mit der Kamera ist bei mir neutral hier. Stimme ich voll zu. Die ist besser als beim Flip, also die Hauptkamera ist besser als beim Flip. Wir haben hier natürlich noch die Telesum-Linse. Gleichzeitig muss man aber halt sagen, also die Weitwinkelkamera ist mittlerweile schon echt veraltet. Also die ist bei mir dann sogar bei Contra, kann ich ja schon mal spoilern. Genau, die Hauptkamera ist gut und der Zoom ist auch gut. Oh. Aber ich fand irgendwie schon das Pixel Fold auf jeden Fall besser, was die Kamera-Performance angeht. Ich fand das Huawei Mate X3 besser. Ja. Und ich denke, dass auch das Magic V2 besser sein wird. Ja. Und da muss man dann halt wieder sagen, Samsung, da habt ihr euch schön ausgeruht. Also da würde doch mehr gehen. Vor allem diese Einschätzung, wir haben ja die gleiche Weitwinkelkamera wie beim Flip, wo ich beim Flip noch sage, ne, das passt noch so einigermaßen. Ja. Aber hier kostet es halt nochmal fast das Doppelte und dafür die gleiche Weitwinkel. Und die ist jetzt seit dem Fold 2 die gleiche oder so. Ja, versteht uns nicht falsch. Vor allem mit der Hauptkamera und dadurch, dass wir diese Bauform hier haben, brauche ich ja auch diese Frontkameras nicht. Ich habe ja außen die 10 Megapixel und unterm Display diese 4 Megapixel. Ganz ehrlich, was Samsung da erzählt hatte, mit die haben die Punktpixeldichte beim Display über das kein Unterschied. Kein Unterschied zum Vierer, also bei aller Liebe. Aber das Schöne ist ja, ich brauche diese anderen Frontkameras ja gar nicht. Ich nehme einfach das Außendisplay in Kombination mit der 5 Megapixel Hauptkamera, mache damit immer noch gute Fotos, mache damit gute Videos. Ne, das ist nochmal ein anderes Niveau als beim Flip 5, ne, das kann das Folder besser durch die bessere Kamera. Merkt man aber in Summe, ist das jetzt noch okay, neutrale Wertung. Nächstes Mal hätte ich da aber gerne ein bisschen mehr. Du bist dran. Mein nächster Akku. Ja, habe ich auch bei neutral. Ähnliche Sache. Ne? Wir haben ja komplett hier 4400, ein paar zerquetschte. Der Snapdragon, ne, es ist okay. Ne? Es ist auch wieder hier wieder ein bisschen die Frage, wie nutze ich es? Jemand, der im Endeffekt durchgängig das im Tablet-Modus benutzt, verbraucht mehr Strom als jemand, der es durchgängig natürlich mit dem Außendisplay benutzt. Sag so, wenn man so einen Mix macht, vieles außen, weil ich es gar nicht so oft aufklappe, dann, wenn ich arbeiten oder konsumieren muss auf dem großen Display, dann klappe ich es auf. Dann komme ich auch hier durch den Tag. Aber es ist halt nicht so richtig toll berauschend. Es ist auf gar keinen Fall ein Gerät für 2 Tage. Und wenn ich wirklich nur das Innendisplay benutze und es intensiver nutze, dann muss ich tagsüber auch nochmal an den Strom kommen. Und da gleich in Verbindung könnte man ja schon fast sagen, da könnten sie auch mal nachlegen, 25 Watt laden. Das dauert schon, bis es aufgeladen ist. Ich sogar bei Contra, weil es dauert wirklich ewig. Deswegen, das ist so, weil ich hier eigentlich schon Richtung Contra rüberschieben möchte. Da könnten sie mal ein bisschen nachschieben. Ich weiß, Samsung ist vorsichtig, was die Akkus angeht, was Laden angeht. Ja, 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 aber so langsam habt ihr das doch alle im Griff. Und gerade bei so einem Gerät wäre ein schnelleres Laden, fände ich schon cooler. Also das ist jetzt eigentlich auch wieder ein Kontrapunkt, aber weil du es gerade so schön gesagt hast, also wenn man bedenkt, dass die anderen halt mit deutlich dünnerem Design einen nochmal 10-15% größeren Akku verbauen, dann darf man da, glaube ich, vom Weltmarktführer in Sachen Foldables schon mehr erwarten. Letzter neutraler Punkt bei mir dieses Mal der Fingerabdrucksensor. Ja. Ich habe den ja beim Flip kritisiert. Ja. Ich finde ihn hier ein bisschen besser, also was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass er irgendwie besser platziert ist. Besser dran ist. Ja, beim Flip ist er einmal unten. Immer noch nicht perfekt so, wirklich nicht perfekt, aber jetzt zumindest kein Kontra mehr bei mir. Ich mag die Gesichtsansperrung hier wieder besser als den Fingerabdrucksensor. Bin ich bei Franz? Ja. Negativ. Ja. Wie formuliere ich es denn jetzt am besten? Jetzt bin ich gespannt. Es hängt damit zusammen, was du über die Konkurrenz gesagt hast. Ne? Eingangs erwähnt, andere, ein Xiaomi, ein Huawei, ein Honor, teilweise auch ein Google. Ich habe einen schönen Satz dafür. Mach mal. Pass auf, ich habe es nämlich hier. Konkurrenten sind spürbar dünner und leichter, in Klammern, trotz größerem Akku. Ja.
Das ist so das Problem, weil, ne, wenn ich dann andere sehe, die bauen 4600, 4800 5000. Oder dann 5000 Milliampere-Stunden ein und dann ist das Gerät dünner und leichter und du stehst dann und denkst dir, wie soll das denn gehen? Das zeigt mir einfach, ne, Samsung hat hier, natürlich haben sie sich dieses Jahr auf die Hinge konzentriert, nicht mehr U, sondern Tropfen, das besser schließt und ja, dadurch haben sie eine IPX8-Zertifizierung, die hat Google aber auch, ne? Und die anderen, deswegen, das meine ich, ein bisschen mehr Liebe, das ist so, auf dieses Jahr haben sie sich nicht allzu viel Mühe gegeben, nee, was komplett. Die Weiterentwicklung geht. Und das nehme ich, wenn es keiner machen würde, dann würde ich sagen, dann ist die Entwicklung noch nicht so weit. Aber wenn du links und rechts, im Fold-Bereich haben wir ja mehr Konkurrenzen für Samsung als im Flip-Bereich, wenn du links und rechts vier andere Hersteller siehst, die es dünner, leichter und mit mehr Akku bauen, dann fragst dann du dich schon warum macht ihr das nicht? Und das ist die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Kritikpunkt, dieses Außendisplay mit diesem langgezogenen Seitenverhältnis. Ich habe das noch vor 3 Jahren verstanden, weil, wie gesagt, da war das Gerät an sich komplett beeindruckend. Ja. Jetzt ist es halt aber einfach so, finde ich, dass wir gesehen haben, zum Beispiel beim Pixel Fold, dass da auch was anderes oder dass es da was anderes gibt, was vielleicht für viele deutlich alltagstauglicher ist. Ja. Samsung arbeitet ja angeblich laut Gerüchten selber schon an so einem Seitenverhältnis. Ich hoffe einfach für nächstes Jahr, dass sie das dann machen, weil das würde dieses Außendisplay nochmal so viel alltagstauglicher machen. Ja, vor allem, es ist halt wie eine langgezogene Fernbedienung. Man hat sich daran gewöhnt. Es hat auch Vorteile, aber in den meisten Punkten. Und alle anderen, gut, jetzt könnte man sagen, wenn alle anderen von der Brücke springen, dann muss ja Samsung nicht auch noch hinter der Brücke springen. Aber wir sind halt ein gewisses seitenbreiteres Format durch unsere normalen Smartphones gewohnt. Und die wird man ja auch gerne hier sehen. Und dann sieht man, was auch immer. So ein Xiaomi Mi Mix Fold, gut, gibt es nicht bei uns, das ist schon deutlich. Und dann kommst du zu Huawei Mate X3 oder jetzt das neue Honor. Ja. Und die sehen von außen aus wie vom Verhältnis wie ein normales Smartphone und sind dann nur noch minimal dicker. Und dann denkst du, auch so ein bisschen, da geht, glaube ich, die Reise eher hin. Ja, bin ich komplett bei dir. Preis, habe ich beim Flip auch schon angemerkt, hier auch. Hier ist es noch krasser. Hier ist es noch mal krasser, teurer geworden und teilweise, wenn wir ein paar mehr Features gehabt hätten, wenn wir Verbesserungen beim Akku oder bei den Kameras gehabt haben, dann hätte ich ja gesagt, Schwamm drüber, das geht in Ordnung, dass er den Preis höher macht. Aber dass wir jetzt halt ein schließendes Design wie bei allen anderen auch haben, eine IP-Zertifizierung drauf haben, wissen wir, kostet Geld und dass wir einen neuesten Prozessor drin haben. Schön. Schön, aber nicht diese Preissteigerung in meinen Augen wert, muss ich ganz klar sagen. Entweder wäre das Ergebnis gewesen, ich hätte es sogar günstiger machen müssen, denn auch hier sage ich, früher hieß es, das teuerste an den Dingen sind die faltbaren Displays, das soll mit der Zeit günstiger werden, wir möchten, dass Foldables in den Massenmarkt kommen und jetzt sind wir in der 4.-5. Generation. Eigentlich müssten die Dinger ja günstiger werden. Und jetzt nein, das Ding wird sogar noch teurer als das Fold. Und das schwingt halt so ein bisschen mit, dass ich sage, gut, der Preis wird fallen, in den nächsten ist schon ein bisschen gefallen. Aber nicht so wie beim Flip. Richtig, beim Flip ist da ein bisschen mehr Bewegung drin. Ich habe einfach die Hoffnung, mit der Zeit werden auch noch die Folds günstiger und dann ist so die Preis-Leistungsschiene auch okay. Stimme ich komplett zu. Nimmt auch vieles von meinem Fazit schon so vorweg. Nee, alles gut. mein letzter Kritikpunkt, das mit den langen Ladezeiten hatten wir ja schon, es dauert wirklich lang. Und ich finde es halt bei so einem 1900 Euro Foldable, ich finde es nach wie vor unangemessen, dass da kein Netzteil mit dabei ist. Also das kann ich nachvollziehen. Gerade. Oder ein Wechselkabel, weil dann hast du dann wieder USB 2.0-Kabel dabei. Das passt doch nicht, Samsung, ihr seid doch Premium-Hersteller und so. Damit bin ich mit Kritikpunkten durch. Ich habe noch eine Sache, designmäßig, ich freue mich absolut nach wie vor, dass wir diese matten Rückseiten im Vergleich zum absolut. Flip hatten. Hast du dich jetzt, weil wir ja farblich dieses Mal beim Flip und beim Fold Brüder waren, würdest du nach wie vor dieses Blau nehmen? Ja, total. Ich finde das Blau total geil. Gefällt mir richtig gut. Ich habe ohne Mist, ich habe die ganzen Wochen immer wieder darauf geachtet. Du wirst ja immer bei Farben angesprochen und wir hatten ja beide auch beim Flip dieses Minz. Das ist gar nicht so aufgefallen. Ja. Aber auf dieses Blau, da habe ich so viele Anfragen bekommen. Ja, weil das Fold generell mehr auffällt. Ja, absolut. Es ist schon eine schöne Farbe und Fingerabdrücke siehst du nur, wenn du genau hinguckst. Genau. Also das habt ihr wieder. Also ich hätte gerne dieses Material auch beim Flip gehabt. Darauf wollte ich hinaus. Das Fold besser. Ja, aber ansonsten, ich bleib dabei. Ne? Entweder ein bisschen niedriger Preis oder ein bisschen mehr Funktion. Es ist kein schlechtes Gerät, aber Samsung muss aufpassen, dass sie jetzt den nächsten Sprung, dass die Konkurrenz nicht zu sehr an ihnen vorbeizieht. Also ich sag's mal so, Samsung, wir mögen ja euch ja alle wirklich gerne und ihr habt's ja beim Flip gesehen und ihr seid der Marktführer fürs nächste Jahr. Packt doch einmal mal wieder so ein bisschen die Muskeln aus, zeigt den Leuten, was geht. Packt mal aus ein bisschen und legt mehr, auf die Theke und sagt größerer Akku, dünneres Design, anderes Seitenverhältnis, eine etwas bessere Hauptkamera und dann machen wir hier wieder Luftsprünge. Ja, dann kann auch der Preis wieder so hoch sein. Und ansonsten, wenn ihr das nicht macht, senkt den Preis ein bisschen. Genau das. Ja. Insofern, ansonsten, und das möchte ich jetzt nochmal betonen,
es ist wirklich kein schlechtes Gerät, aber es wäre halt so viel mehr gegangen. Ja, und dann hätte man gesagt, ey, Wechsel von 4 auf 5, super oder sowas. Aber so bist du halt beim 4er oder sogar beim 3er. Genau, kannst immer noch ein, zwei Jahre abwarten. Ja, vor allem, weil die auch die Software-Updates kriegen, die so schön sind. Genau, das kann man gar nicht genug loben. Da heben sie sich halt immer noch von allen anderen ab. Da muss man ja auch sagen, dass Samsung sagt dieses, wo sind wir dann, One UI 11 oder 11.0 oder so. So kommen wir, kriegen ja die älteren Versionen auch noch mit, was ich auch schön finde. Andere Hersteller hätten dann wieder gesagt, nee, kriegst du die ganzen Funktionen nur, wenn du das Neue kaufst. Muss man ihr auch wieder zugutehalten. Absolut. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.